Ist der Abo-Button gedrückt, machst du das Gnu verrückt. Ich weiß, der war schlecht, aber drück den Button. Danke. Willkommen zu einem neuen Video und ihr habt den Titel schon gelesen. Real Talk und Dinge, die euch nicht gefallen werden. Alles heute hier drin. Ich mag Real Talk Videos eigentlich nicht, gerade nicht auf dem Kanal, aber ich glaube, es ist mal an der Zeit, dass ihr seht, was ging ab, was geht ab, was gibt's Neues, was ihr vielleicht auch noch nicht wisst. Das teile ich euch hiermit heute mit. Ein weiterer Grund, warum ich auch dieses Video gemacht habe, waren Kommentare wie dieser hier von der Amy Kortmann. Diese Sims-Videos sind echt lustig und deine Ideen sind cool. Mir würde so etwas gar nicht einfallen. Genau, weil ich viele solcher Kommentare bekommen habe als Reaktion auf sehr aufwendige Videos, dachte ich mir, machen wir mal ein bisschen Real Talk. Dazu kommen wir aber später. Zuerst einmal möchte ich mich bei euch bedanken, denn 2021 war für mich eines der krassesten Jahre, die ich hier auf YouTube erleben durfte. 2021 damals mit den Management-Wechsel zu Instinct 3, dann das absolute Knüller-Game Among Us. Ich hoffe, dass es sowas irgendwann wieder gibt, aber es gab kein Spiel zuvor, wo so viele Creator und Communities aufeinander getroffen sind wie dieses Game. Dem Game habe ich auch sehr viel zu verdanken. Sehr viele andere Leute, auch sehr viel Reichweiten, die früher undenkbar waren. Das war nochmal so die Among Us-Bombe. Dann habe ich meinen Namen Saftiges Gnu zu Gnu umgewechselt, was für mich eine der besten Entscheidungen überhaupt war. Falls ihr wissen wollt, warum, Link ist in der Beschreibung. Und natürlich nicht zu vergessen, mein wunderschöner Gaming-Raum, den ich mir selber gegönnt habe, was mich sehr, sehr happy gemacht hat. Außerdem gibt es noch eine ganz tolle weitere Nachricht für euch. Und nein, ich weiß nicht, wie dieses Gerücht entstanden ist. Ich bin nicht schwanger. Verdammt! Ich habe mir eine Wohnung gekauft, die auch noch nicht fertig ist. Die wird jetzt gebaut. Da bin ich sehr happy. Wollte ich auch nochmal Dank an euch sagen. Das war immer so mein großer Traum. Die werde ich euch auch bestimmt sicherlich zeigen. Vielleicht den Rohbau auf dem Drittkanal. Das ist für mich auch sowas, wo ich auch dieses Jahr viel Energie reinstecke. Denn Leute, wir müssen uns von diesem Gaming-Raum verabschieden. Es wird einen neuen geben. Der muss den hier toppen. Das heißt, der Druck ist da. Ja, und das wird auch noch so ein ganz tolles Projekt dieses Jahr, auf das ich mich sehr freue. Und natürlich nicht zu vergessen, Leute, die 1 Million, die ich 2021, als, wie es viele geschrieben haben, erste Gamerin Deutschlands knacken durfte. Dieser Titel bringt auch ein bisschen Druck mit sich. Bisschen viel, aber unfassbar geil, hätte ich nie gedacht. Und auch mit der Million kamen dann tolle Jahreskooperationen, wie zum Beispiel mit NZXT, von denen ich meine beiden PCs habe, mit Logitech G und Blue Microphones und natürlich nicht zu vergessen mit Rifood und auch zum Beispiel das ganze Jahr mit Kongstar zusammengearbeitet. Mega toll und auch Marken, die ich selber über Jahre lang auch verwendet habe. Ihr wisst ja zum Beispiel noch, hier sind überall Logitech-Kameras. Wie lange habe ich Logitech verwendet? Ist einfach ein Traum, dass man eben jetzt auch mit solchen coolen Marken zusammenarbeiten darf. Natürlich nicht zu vergessen, mit dem Namen Gnu kam dann auch neuer geiler Merch, der sich unfassbar gut verkauft hat. Auch hier nochmal ein ganz dickes Dankeschön. Wir waren immer der Meinung, dass sich Merch bei mir nicht gut verkauft und wir sind alle einfach nur, okay, krass. Es ist einfach alles direkt ausverkauft. Sogar die zwei Vorbestellungen sind ausverkauft. Also vielen Dank nochmal dafür. Also dieses Jahr war einfach nur insane. Aber neben den ganzen Marken, Namensänderungen und 1 Million Abos, die ich erreicht habe, gibt es natürlich auch noch andere Highlights, wie zum Beispiel den Twitch-Pitch, den wir gewonnen haben und ich deswegen einen eigenen Film, den ich mit meiner Community geschrieben habe, drehen durfte. Eine unfassbare Erfahrung werde ich nie wieder vergessen. Den deutschen Computerspielpreis, den ich bekommen habe. Der Bethesda-Stream, die ganzen Streams. Ich habe meinen eigenen LGBTQI+-Stream gemacht, wo Joey und Kalle da waren. Die Kongstar-Streams und auf der Gamevasion, auf der ich dabei sein durfte, die ja parallel zur Gamescom lief, wo ich immer schon mal einen Teil davon sein wollte, ist alles ein Traum. Aber Leute, da wo es auch gut läuft, da laufen auch Dinge schief. Und jetzt kommen wir zu den Dingen, die 2021 schief liefen und weswegen ich mir auch ein paar Gedanken gemacht habe und gleich zu Dingen kommen werde, die euch nicht gefallen werden. Ich habe auf jeden Fall 2021 gemerkt, so in, sagen wir mal ab August, dass ich schon sehr müde bin, denn durch das ganze Reisen, da ich nicht in Berlin lebe, dass viele fliegen, viele unterwegs sein. Durch Corona sind ja eben viele Flüge auch erst um 4 Uhr morgens dann gegangen und ihr wisst, ich fliege lieber, weil ich in Bus und Bahn schon mal schlechte Erfahrungen gemacht habe in Form von Belästigung, aber da gehen wir jetzt nicht drauf ein. War es sehr schwierig, ich war sehr oft sehr müde und das Schlimme oder das Schwierige an der Situation ist, dass ich 3 YouTube-Kanäle habe und einen Twitch-Kanal, auf denen jeweils zusammen ungefähr 10 Videos die Woche kommen
und es sollen noch 5 Streams die Woche kommen. Schwer möglich, wenn man nur unterwegs ist. Und deswegen habe ich mir dann selber auch 2021 im letzten Quartal gesagt, ich möchte weniger reisen, um den Content mehr zu machen und auch mit mehr Zeit für die Videos zu nehmen. Denn dafür blieb immer weniger Zeit und ich finde, das merkt man dann vielleicht auch hin und wieder. Außerdem war für mich ein großer Rückschlag dieses Jahr meine Rhabdomyolyse. Ich habe mir einen Personal Trainer gesucht, um eben für den Drittkanal bessere Workout-Videos zu machen, damit ich auch verstehe, welche Übungen ich mache. Ich habe dadurch eine Rhabdomyolyse bekommen. Da sterben im Prinzip die Zellen des Muskels ab. Wenn ihr mehr sehen wollt, auch Link in der Beschreibung von meinem Drittkanal, da erkläre ich das. Ich durfte 2 Monate keinen Sport machen. Das hat mich dann auch schon sehr zurückgeworfen. Außerdem waren für mich die Feiertage Weihnachten, Silvester, ich hoffe, bei euch war es anders, extrem hart. Ich war krank, ich wurde auch nicht mehr gesund. Es hat mir keinen Spaß gemacht, Content zu produzieren. Es war irgendwie nur eine einzige Quälerei. Und da kommen wir auch nochmal zur Million auf YouTube, weil ich eben dadurch auch mir extrem Druck mache, da halt eben auch abliefern wollte, anstatt einfach zu sagen, ich mache jetzt mal nichts. Und ich glaube, wir Creator wissen es alle sehr zu schätzen, wenn ihr als Community sagt, mach dir nicht so viel Stress, entspann dich und wir können auch eine Woche oder 2 auf Videos warten. Der Algorithmus wartet nicht und der macht es einem Gaming auch gerade nicht so wirklich einfach. Deswegen habe ich halt weiter gehasselt und auch da habe ich für mich einen Entschluss gezogen, was anders laufen soll im Jahr 2022. Ja Leute, im Jahr 2022 habe ich mir gesagt, ich höre auf. Mit zu viel Content? Bälle! Okay, ich habe ein besseres Emote für diesen schlechten Witz. Ich glaube, der passt besser. Jedenfalls, ich möchte mein Content auf dem Hauptkanal verbessern. Das ist nur möglich, wenn ich nicht mehr 4 Videos bringe, sondern erstmal 3. Dafür werden die Videos aber aufwendiger. Mindestens 1 dieser 3 Videos, vielleicht auch manchmal 2, werden aufwendiger werden. Wir haben es ja gesehen bei dem Video, wo ich Sims 1 Jahr habe durchlaufen lassen, in Sims-Zeit. Das hat ganze 3 Tage gedauert und es war echt anstrengend. Und ich glaube, bei solchen Videos sehe ich mich mehr. Dass ich Spiele, für das, wie ich bekannt geworden bin, wie Fortnite, Among Us, Spiele, anders Spiele, Spiele ausreize, Dinge teste, da habe ich auch mega viel Spaß drin. Allerdings nicht sonderlich einfach, denn Ideen finde und Spiele, viele Stunden spielen, braucht auch wieder Zeit. Weswegen ich gesagt habe, ich gehe auf dem Zweitkanal nicht auf 6 Videos hoch. Ich bleibe auf dem Zweitkanal auf 5 Videos die Woche, die uncut sind, wo wir Storygames durchspielen. Auf dem Hauptkanal gibt es 3 Videos, Montag, Freitag und Sonntag. Und hier betone ich nochmal, es lohnt sich, auf diese Videos dann zu drücken, denn da steckt dann viel Zeit und Mühe dahinter. Deswegen klickt die Leute, ich sag's euch. Außerdem möchte ich den Fokus 2022 auch mehr auf den Drittkanal legen, der mir sehr, 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 sehr wichtig ist. Und da schaffe ich momentan überhaupt keinen Content. Und wir gehen von 5 Streams die Woche auf 4, um mich erstmal ein bisschen einzugrooven. Weitere tolle Nachrichten für 2022. Ich habe 2 neue Cutter und eine Assistentin, die festangestellt ist, die ich gerade einlerne und die mir sehr viel Arbeit abnehmen würde. Gerade wenn ich sage, ich möchte jetzt irgendein Game spielen, wird sie das erstmal für mich antesten. Was ist in dem Spiel überhaupt möglich, damit ich dadurch viel Zeit spare. Wenn sie sagt, das Spiel lohnt sich nicht, suchen wir ein neues aus. Und viele, viele weitere Dinge, die sie für mich abnehmen wird. Da 2022 einigen von euch aufgefallen ist, hey, Gnu, was soll denn dieser 4th Kanal da? Keine Sorge, das ist einfach nur ein Gnutube-Shorts-Kanal. Da kommen einfach nur Shorts, die meine Cutter hochladen, die teilweise auch auf TikTok kommen, aber wir produzieren auch eigenen Content für die Shorts. Da ihr merkt, dass in den Trends von YouTube immer mehr Shorts sind, ist es, glaube ich, nicht falsch zu sagen, man macht halt einen Shorts-Kanal. Ist aber für mich keine Arbeit. Ich muss die Dinger nur abnehmen und die werden für mich hochgeladen, deswegen alles easy. Würde mich trotzdem freuen, wenn ihr dort ein Abo dalasst. Was ich mir 2022 auch noch vorgenommen habe, ist einfach weniger reisen, auch mehr private Zeit, deswegen auch die Assistentin, dass ich auch mal Wochenenden komplett frei habe, auch mal einfach wegfahren kann, mehr Spontanität haben kann, weniger gestresst bin, Streams nicht ausfallen müssen, weil ich wieder zu viel aufnehmen muss und irgendwas nicht funktioniert. Ich möchte einfach ein bisschen mehr den Stress rausnehmen und mir selber ein bisschen mehr neue kreative Energie geben für gerade den Hauptkanal und Zweitkanal läuft eh insane gut und vor allem auch neue Energie und neue
neue Projekte mit dem Drittkanal starten, einfach neue Ziele setzen, das mag ich sehr gerne. Das sind so die Dinge, die ich für mich 2021 eben festgelegt habe, in 2022 wirklich durchsetzen möchte, weil wir haben es gesehen, YouTuber wie Joey, der für mich eine absolut für ihn richtige Entscheidung getroffen hat. Ich wünsche ihm noch alles, alles Gute, dass ihr auch seht, YouTube hat auch andere Seiten und nicht immer nur alles happy peppy. Und deswegen, ich möchte YouTube noch lange machen und ich glaube, damit ist es nämlich wichtig, auch ein bisschen die Prios auch mal mehr aufs Privatleben eben zu legen. Das ist mir sehr wichtig. Ich habe jetzt auch von einigen anderen Kollegen mitbekommen, die einfach gerade nicht mehr können und da möchte ich nicht hin. Deswegen schalten wir mal einen Gang runter, aber einen positiven Gang. Das war so meine Review von den letzten Jahr und diesem Jahr. Damit sind wir auch schon an dem Punkt angekommen, an dem ich sage, danke für alles. Es war ein wundervolles Jahr 2021. Ich hoffe, 2022 wird uns alle genauso viel Spaß machen. Deswegen denkt dran, ab jetzt, nach der Woche, 3 Videos auf diesem Kanal. Checkt die Videos ab, die werden gut sein. Checkt auch gerne alle anderen Kanäle ab, damit supportet ihr mich sehr. Ich bedanke mich und jetzt raus! Da hinten ist die Tür. Raus!